And they lived happily ever after. Of course, fairy tales don't always line up with reality. A lot has happened in fairyland, and I've seen it all. Now it's time for you to learn the real story. Once upon a time, I received a letter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Serenity spielt und wir spielen Fairy Godmother Stories Cinderella. Ich habe das schon mal in einem Screenshare gezeigt, daher hing das so ein bisschen hinterher. Und es war auch kein Ton zu hören, von daher, jetzt gibt's hier die Vollversion. Und wir sind die gute Fee, wir sind die Godmother und Cinderella, unser geliebtes Mündel. Die wird noch zu uns kommen und wir klicken mal auf Spielen. Ich habe bereits individuell eingestellt, von daher sollte das gehen. Ich blende mich jetzt erstmal wieder aus. Moment, ich blende mich aus, ja. So, mach's richtig. Dann ist auch gleich mein Ton weg und dann sehen wir uns nach dem Intro wieder. So, und da bin ich wieder. Alle sind am Lernen. War dieser Brief für mich? So, und da ist unser... Ich keine Ahnung, wir sind an irgendeiner magischen Schule oder so. Frag mich nicht. Hi, Fairy Godmother. It's me, Cinderella. I wrote to you today. Ich habe den Brief noch nicht gelesen. Mädchen, gib mir doch mal Zeit. Could you let me in? I need to tell you something and ask for your advice. Ja, sehr gut. Ich habe den Brief trotzdem nicht gelesen. Ich muss die Tür öffnen und sie begrüßen. Wo habe ich denn den Schlüssel hingelegt? Ich habe ihn verloren und ich bin nicht magisch genug, um die Tür aufzuzaubern. Cinderella, ich hoffe, es ist nichts Ernstes passiert. Sie steht vor der Tür. Du hast eine Notiz gefunden, die lesen wir jetzt auch gleich, wenn ich herausfinde, wie. Noch nicht, ich habe meine Sachen wahrscheinlich noch gar nicht mehr. Okay. Mein Vogel ist mein Tipp. Ja, mein Vogel ist mein Tipp, das ist schön. Der Spiegel hilft mir, meine Schüler im Auge zu behalten, das ist toll. Hier ist schon mal... Das sollte ausbalanciert sein, ist okay. Ja, das ist unser Job. Gute Feen sind für das Königreich notwendig. Wir helfen Menschen, ihren eigenen Weg zu finden und schützen sie vor Gefahren. Du wirst die nächste gute Fee werden. Werde Mitglied der Universität für gute Feen. Wir warten auf dich. Hoffentlich zieht das neue Studenten an. Ja, wow. Okay, gib mir ein Kabel. Warum habe ich hier Kabelreste hängen? Was ist das denn? Nein, das ist aus dem Minigame. A lot of familiar characters are living happily under Fairyland's wing. Snow White and her dwarves established their own diamond mining company, and the Snow Queen made a lot of money on ice cream production. Also gut, keine Lust auf eine Wimmelbildszene, denn spiele stattdessen drei gewinnt. Ich möchte bitte keine Anleitung mehr, danke. Also gut, wir haben jetzt herausgefunden, dass Schneewittchen ihre Zwerge in Diamantenabbauunternehmen haben und die Schneekönigin einen Haufen Geld schaufelt mit der Produktion von Eiscreme. Das ist schön. Also wir müssen Flügel finden, Zwerge, Diamanten und Geld. Okay, wo baut man denn Zeug ab? Gute Frage, das sind Zwerge. Hier brauche ich nichts anderes. Was habe ich denn hier zur Verfügung? Das ist ein Tauschshop, wir sind eine gute Fee, das heißt das nicht. Flügel. Zeit, nee. Flügel. Der hier hat Flügel. Geld und Diamantenabbau. Hier. Ja, ein Der Diamant steckt irgendwie fest. Na, dann machen wir ihn lose. In the dire times, it was difficult to survive without protection. Fairy Godmothers became the light, shielding their wards from the harsh reality.
Also gut, kann ich irgendwas aufrödeln? Nö. Die Zeit. Zeiten werden schwer. Das heißt, wir reparieren mal die Uhr. Dann haben wir schwere Zeiten vor uns. Und wir müssen Leute beschützen. Mit Magie, mit einem Handschuh, mit... Ich habe keine Ahnung, wie beschützt man denn Leute? Ach ja, meine Vögel sind im Übrigen auch noch wach da hinten. Schützen. Womit beschütze ich denn Leute? Ich dachte eigentlich ja mit meiner Magie, aber... Also hier, das kann ich nicht mehr anklicken. Das geht nicht mehr. Schutz, ein Schild. Oder so. Woher kriege ich denn ein Schild? Das da unten ist ein Schild. In the Academy of Fairy Godmothers, young fairies read books on potions, learn to control their wands, and lead their protégés across the bridge over the River of Sorrows. Kann ich hier sauber machen? Nö, jetzt brauche ich nicht die Brücke. Die Brücke hätte ich eigentlich hier erwartet, aber immer die da. I followed the traces of the best godmothers to protect my granddaughter Cinderella from death, diseases and mistakes and lent her a hand in hard times. Wir sind also die Großmutter von Cinderella, das ist interessant. Also Spuren und dann beschützen vor Tod und Krankheit und schieß mich tot. Beschützende Hand. Spuren habe ich hier keine. Aber den Tod. Jetzt darf ich hier sauber machen. Jetzt habe ich hier die Spuren. Und ich bekomme meine gute Feenstatue. Und mein Herr, der zürnt da hinten schon wieder im Eck rum, nachts um kurz nach zwei. Lass das doch bitte, Randy. Habe ich auch Collectibles oder so? Nee. Ach du meine Güte. Ja, der Junge da hinten, ne? Je schneller sie den Verbrecher fangen, desto sicherer wird es im Märchenland. Und ich beruhige mal ganz kurz meinen Vogel mit irgendwas. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Glasschuhverbrecher des Jahrhunderts. Was wird als nächstes gestohlen? Weitere Glasschuhe? Ich kenne Detective Goodwin schon seit Ewigkeiten und er war immer ein zuverlässiger Freund. Liebe gute Fee, vielen Dank für deine Unterstützung im Laufe der Jahre. Ich werde immer für dich da sein. Dein Freund Detective Goodwin. Unterschreib auch extra mit Detective. Okay, ich habe Essstäbchen. Da mein Bilderrahmen hervorgegraben. Ich habe ein Aufgabenbuch. Hey! Kann ich jetzt bitte noch Zeug haben? Ah ja, Figur darauf, ne? Und der zweite Vogel. Cinderella steht schon seit Ewigkeiten hier da draußen, ne? Das interessiert auch keinen. Mich vor allen Dingen nicht. Gut, Vogel Nummer 1. Vogel Nummer 2. Auf magische Weise halte ich meinen Schlüssel. So, lass ich das Kind mal hier rein, ne? Thanks for seeing me. My problem is that I fell in love with Prince Adam and I just don't know what to do. He's so noble and charming and me? Well, you know, he could never love me back. How can I charm him? We're sorry to interrupt you, ladies. Ministry of Discipline, Peacemaker Dodge. We need to search the room, Fairy Godmother. Here's the search warrant. This won't take long. That's it. That glass slipper matches the one from the bank robbery. Looks like we finally found our criminal. Fairy Godmother, you're under arrest. You have the right to remain silent. Your belongings will be confiscated, including your wand. And don't even think about using magic. Fairy Godmother? You're behind the robberies? How could you? Ich stecke hinter gar nichts. Ich bin keine Diebin. Wie konnte Cinderella Ihnen glauben? Ich habe nichts falsch gemacht. Finde einen Weg aus der Zelle. Oh, ich hole mir erstmal den Mantel hierher. Mein Vogel ist leider nicht zu beruhigen, aber mit der ist schon den ganzen Tag so furchtbar schlecht gelaunt. Super spannend. Detective Goodwin, please help. I've been arrested.
gut, dass ich den guten Goodwin eingespeichert habe. Good evening. I'm Detective Goodwin. The agency sent me. I need to interrogate the suspect. In private, please. Hello, fairy godmother. I can't believe they put you here. I believe you're innocent, and someone framed you. The peacemakers received an anonymous call about you from the dorm. Go over there and see what you can find out, but check the security cameras first to sneak out. You can get out of here while my partner, Mona, is at lunch. Take my car. It's in the backyard. Don't worry, I'll cover you. Here, take this with you. Wie gut, dass ich Goodwin habe. Was steht da drauf? Gefunden, Goodwins Medaille. Gefunden vor allen Dingen, ne? Vielen Dank für deine Hilfe, alter Freund. Oh, die Tür ist geschlossen. Ich sollte einen Weg finden, sie zu öffnen. Drück die Klinke runter. Sie ist doch bestimmt nicht abgeschlossen. Beschlagnahmte Gegenstände. Ich habe ihre Stiefmutter noch nie persönlich getroffen, aber sie sieht fies aus. Cinderella und ihre Stiefmutter Stephanie. Persönliches Eigentum von mir, der Fairy Godmother. Und ein Kabel, das war ganz wichtig, dass wir das Kabel mitnehmen. Okay, was habe ich hier? Ich habe hier Monitore. Dieser Draht muss ersetzt und versiegelt werden. Warnung, Videoüberwachung. Na, so kann es bestimmt nicht. Hier wird gar nichts überwacht. Okay. Ich habe zumindest mal das hier, aber ich habe nichts zum Versiegeln. Und da soll ich den Griff ersetzen. Hier fällt auch alles auseinander. Die könnten auch eine Fairy Godmother gebrauchen, so wie das hier aussieht. Super runtergekommen. Oh, und ich mach's jetzt nicht besser, ne? Was habe ich hier jetzt? Eine Karte? Ich habe meine Karte. Wunderbar. Und ja, da komme ich nicht ran. Etwas Flaches hilft mir, es abzuschrauben. Meine Essstäbchen? Nein. Mein Medaillon von Goodwin. Nein, mein Kamm? Ich habe noch nichts Flaches, um irgendwas hier abzuschrauben. Und der Sicherungskasten braucht auch noch Nupsis. Und ich brauche eine Zugangskarte. Und ich muss sicherstellen, dass ich nicht entdeckt werde. Ich habe hier einen Besen. Also irgendwie muss ich doch... Die Schalter fehlen. Ja, kann ich meine Dinger da rein randalieren? Nee. Es geht doch damit. Es hat nur nicht funktioniert, weil ich auf die Schrauben geklickt habe. Ich hätte auf das Ding selber klicken sollen. Der unbekannte Verbrecher Glasschuh entgeht der Gerechtigkeit noch einmal. Dieser Verbrecher ist irgendwie seltsam. Irgendwie sehr, sehr schniek und gut gekleidet und hat extra posiert für dieses Foto, ne? Gut. Ich kann hier so nicht eigentlich erst ran und dann drum binden, aber ist egal. Gut, wir dürfen Dinge finden, die hier in dieser Szene überall versteckt sind. Ich habe einen Schlagstock, Handschellen und die Polizeimütze. Passkarte erstellen. Ich muss erst eine Passkarte erstellen, damit ich überhaupt aus diesem Zimmer komme, ne? Wie auch immer das hier funktioniert, ne? Es ist faszinierend. Auf wen ist die Passkarte jetzt ausgestellt? Auf mich, die gute Polizeifee, oder? Ach Gott, ja. Ich werde gehen, bevor Mona zurückkommt. Aha. 1, 2, 3. Ich warte erstmal, bis die wieder hier lang gelatscht sind und dann gucken wir mal. Ich hab das mit Stina was ganz gut hingekriegt. Ich muss nur abwarten. Wir sind, glaube ich, relativ schnell. Ne? Ach komm, jetzt, ich laufe jetzt einfach. Die zwei sind doch eh ein bisschen langsam, ne? Okay, das war schnell. Das ging einfach. Oh nein, der Glasschuhdieb. Die grünes Giftparfüm verteilt. Ja, der Fire Exit ist durch das Fenster. Das ist eine gute Idee. War das ein Räuber? Was macht sie an diesem Schreibtisch? Da ist ein Hundi. Oh, er heißt Boss. Er will doch nur spielen. Glaube ich weniger.
Sieht aus, als hätte der Welpe hier etwas kaputt gemacht. Das ist doch kein Welpe mehr. Das ist ein ausgewachsener Hund. Okay, Hundi will spielen. Ich habe leider gerade nicht... Ich kann dir ein Papierzeitungsknöllchen hinwerfen, ne? Goodwin, wenn du das nächste Mal den verdammten Ventilator einschaltest, schwöre ich, dass ich ihn kaputt machen werde. Detective Mona. Das ist eine beängstigende Warnung, aber ich bin ja nicht Goodwin. Der hat vor allem auch Zeit gehabt, dir das auch hinzumalen, den Schalter hier rauszureißen, ne? Nur ein Knopfdruck und erstmal muss ich den Schalter anbringen. Okay, was fehlt bei meinem kaputten Messer? Das Schiebeteil. Okay. Ja, ja. Kann ich hier nicht... Das sieht so verdächtig aus, als müsste ich da ran, aber... Wohl nicht. Ja gut, lass mich das da ansehen. Detective Mona, wie komme ich daran, ohne mich zu verletzen? Gar nicht. Gute Fee, wir sind seit unserer Kindheit befreundet und haben viel überwunden. Sogar jetzt wird unsere Freundschaft immer besser. Goodwin. In der Tat prüft das Unglück die Aufrichtigen der Freunde. Die Aufrichtigkeit der Freunde, die Aufrichtigen. Okay, das muss ich aufmachen. Dingens funktioniert nicht. Lösungsmittelzeitung. Essstäbchen, warte mal. Ich habe Essstäbchen, ich kann das da rausholen. Also Mona hat den Schalter rausgerissen und in den Kaktus gestopft, damit Goodwin den Ventilator nicht mehr anmacht, okay. Ich sollte es mit etwas stützen. Mit meinem guten Metallkamm. Was da im Hintergrund so raschelt, ne? Das ist im Übrigen Stitch, die an dem Spiegel rumrandaliert. Oh. Verdammt, warum ist das runtergefallen? Weil hier nichts renoviert wird. Hast du dich mal umgesehen? Spinnenbeben, kaputte Wände, nichts geht hier. Armer, verwahrloster Hund. Ich habe dich gewarnt, Goodwin. Er dachte nicht über die Konsequenzen nach, jemand hätte verletzt werden können. Ja, Mona ist auch der allerhellste Detective, den man sich vorstellen kann, ne? Ventilatorflügel, kann ich damit das Ding jetzt hier aufmachen? Scheinbar ja. Also ich habe jetzt noch Lösungsmittel, Zeitung und Metallkamm. Hilft mir alles sehr weiter. Ist das der Räuber? Ich sollte der Person besser folgen. Okay, erstmal lass mich das ganze glitzernde Zeug hier ansehen. Die spielte auf etwas. Ja, was sie nicht mehr hat. Da oben kann ich auch noch hin. Meine Vögel, jetzt streiten die zwei Idioten sich. Hört ihr auf damit? Ich frage mich, wer der Glasschuh wirklich ist. Der schwer fassbare Dieb der Glasschuh hat die Bank wieder einmal ausgeraubt. Auch wieder wunderschön posiert für dieses Bild, ne? Niemand stiehlt so gekonnt wie der Glasschuh. Egal, wie sehr sich die Friedensstifter bemühen, sie werden jedes Mal hereingelegt. Hier kann ich nichts lesen, da ist irgendwas drin. Zugehämmert. Womit kann ich die Nägel entfernen? Mit meinem Metallkamm, der hat so eine schöne Aussparung. Oh, es geht tatsächlich. Das war eigentlich nur ein Witz. Domini Games. Die Seiten sind robust. Mein Messer ist immer noch kaputt. Ich kann nichts machen. Ja, wie komme ich eigentlich da oben wieder rein? Ich komme gar nicht mehr da oben rein. Hilfe. Was habe ich hier noch? Oh nein. Ich erinnere mich hieran und ich will nicht. Ich war im Scream damals schon zu blöd dafür. Aber macht, diese waren alle zu dumm dafür, also ist okay. Ja, wie war denn das noch gleich? Das kann sich nur um Jahrtausende handeln, bis ich das durch habe. Ich glaube, das war schon mal falsch. Ups. Ich glaube, das war so nicht richtig.
Außerdem, warte mal, ich habe hier eins, zwei. Ach nein, ich habe doch vier Stück, okay. Ist alles okay, alles gut. Ich glaube, es war schon wieder falsch, was ich hier gemacht habe. Es war auf jeden Fall falsch, was ich hier gemacht habe. Das passt so nicht. Joa. Es war auf jeden Fall nicht richtig. Weil ich hier jetzt nicht mehr zur Seite komme. Kann ich nochmal auf vorne? Ich hab euch vorgewarnt. Ich habe gesagt, das dauert 1 Milliarde Jahre, bis ich hier irgendwas zusammen habe. Das war auch nicht richtig. Weil ich jetzt in die Leute nicht mehr reinkomme. Ah! Leck mich doch! Nein! Oh, fuck. Ich. Ach, das ist ja dann markieren. Wollte ich nicht. Warte, mach mal, mach mal. Nein. Weil ich da jetzt nicht mehr hinkomme. Ich hasse dieses Spiel. Es ist Kacke. Okay. Oh. Ah. Ich hab's hingekriegt. Im Stream war ich zu dumm dafür, gebe ich ganz ehrlich zu. Oh, Alter. Wie geht das? Eigentlich voll simpel, ne?